Heute wurde ich von nahezu jeder Familie adoptiert. Doch welche ist eigentlich die beste? So, jetzt die Nummer 31, bitte. Was? Nummer 31? Ich bin Nummer 35, aber hier ist doch niemand außer ich. Hey, nicht vordrängeln. Nummer 31? Ist hier irgendjemand mit der Nummer 31? Aber ich bin doch der Einzige hier, der sich adoptieren lassen will. Was meinst du denn hier mit Nummer 31? Gut, Nummer 32? Genau, Nummer 32, 33, 34, niemand da. Huhu, wow, was ein krasser Zufall. Du bist Nummer 35? Also wir haben eine sehr große Auswahl an Familien, die ein Kind adoptieren möchten. Oh, okay, das hört sich doch super an. Was? Ja, genau. Sie können sich eine Familie aussuchen, da an Tisch. An diesem Tisch sitzt nur ein einziger Mann. Was ist der Typ denn da? Leute, ist das etwa Waffel mit Butter? Warum sind es keine Doritos? Ich mag Butter und ich mag Erdnüsse, aber ich mag überhaupt keine Erdnussbutter. Also das ist der Typ, den ich wählen muss? Wie, du hast auf Sandys Video keinen Daumen nach oben da gelassen? Das gibt Ärger, mein Freund. Was willst du? Achso, du entscheidest dich also für die Obdachlosenfamilie? Okay, also wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen, aber ist okay. Also ich habe mich jetzt nicht wirklich dazu entschieden. Ich meine, die Wahl ist ja wirklich nicht sehr berauschend, aber naja, ich muss es dann halt wohl machen. Also schön, so soll es sein. Dokument gestempelt hier und viel Spaß. Ach, das ist doch schön. Freut mich, dass sich jemand von mir adoptieren lassen möchte. Na gut, dann komm mit uns mit nach Hause. Okay, dann lass auf jeden Fall nach Hause gehen. Moment mal, bist du nicht obdachlos? Heißt das nicht, du hast überhaupt kein Zuhause? Ach, jeder Mensch hat ein Zuhause. Es sieht oft nur ein bisschen anders aus. Hier ist mein trautes Zuhause. Okay, naja, wenn du es so sagst, so schlimm finde ich das ja eigentlich gar nicht. Okay, die Spielhalle ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich meine, es ist doch gar nicht mal so schlimm. Was? Nein, das meine ich doch gar nicht. Guck mal links von dir. Wie meinst du das? Zelte. Ja, Leute, wer hätte gedacht, Obdachlose haben kein Haus. Oh, Mann, wir kriegen das schon irgendwie hin, weißt du? Wir werden uns vielleicht einfach mal eine Runde schlafen legen und morgen sieht die Welt schon vielleicht ganz anders aus. Naja, leider können wir dir nicht sehr viel mehr geben. Aber ich gebe dir meinen Schlafsack, damit du es wenigstens warm hast. Alles, was wir dir geben können, ist Liebe. Oh, Mann, das ist echt... Oh, und das ist meine Mama. Oh Gott. Okay, ich danke dir auf jeden Fall. Ich hoffe, dass du nicht zu sehr frieren wirst. Oh, er hat es hinbekommen, dass ein Kind sich von uns hat adoptieren lassen? Wow, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich freue mich so sehr. Ja, es war nicht ganz freiwillig. Nein, es war natürlich, klar, also ich wollte gerne zu euch. Ich meine, ihr seid hier draußen so alleine und deswegen wollte ich euch unbedingt Gesellschaft leisten. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Wir sehen uns dann morgen gern. Ich gehe mal kurz eine Runde schlafen, denn ich bin wirklich sehr, sehr müde. Alles klar, Schatz, wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen dann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Das war wirklich ein unangenehmer... Hey, du da. Hey, Papa. Wo gehst du denn hin so früh morgens? Es ist so früh. Ach, ich muss zum Haus einer reichen Familie und dort arbeiten gehen. Denn sonst, naja, können wir nichts essen. Was? Du gehst so früh schon arbeiten? Was genau musst du denn da machen? Ach, die Wohnung putzen und so weiter. Ganz simple Sachen. Weißt du, das schon so früh morgens? Okay, weißt du was? Leg dich einfach wieder ins Bett, Mann. Schlaf eine Weile. Du hast schon ewig nicht mehr geschlafen. Deine Augen sind schon komplett komisch. Ich werde das für dich machen. Das würdest du für mich tun? Oh Gott, das ist ja echt lieb von dir. Aber das kann ich nicht zulassen. Doch, natürlich kannst du das zulassen. Komm mit, alter Mann. Leg dich jetzt da in das Bett und schlaf eine Runde. Du hast die ganze Nacht hier auf dem Boden geschlafen, ohne Schlafsack und sowas. Oh Mann. Sag mir einfach nur, wo diese Familie ist. Naja, direkt hier oben in der Villa. Du kannst es nicht verfehlen. Okay, alles klar. Dann bis dann. Tschüss. Das wird doch gelacht, wenn ich das nicht hinbekomme. So, meint der Dienst ist aus? Oh Gott, Alter. Wow, das ist ja wirklich eine riesige Villa. Okay, klopfen wir mal ganz kurz an. Oder klingeln. Hallo? Hey, was los bei euch hier? Ich soll hier putzen und sowas. Hey, alter Mann, hast du irgendwas an deinem Look verändert? Du siehst auf einmal voll jung aus. Ja, ich bin eigentlich gar nicht. Naja, interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Kannst auf jeden Fall anfangen, das Haus zu putzen. Oh Mann. Die haben nicht mal gemerkt, dass ich jemand anderes bin. Gut, Leute, dann würde ich sagen, putzen wir mal ein bisschen. Oh Mann. Treppe putzen, Fliesenboden putzen und andere Dinge putzen. Okay, die werfen jetzt hier irgendwelche Bälle hin. Hey, du sollst dich gefälligst von meinem Ball treffen lassen. Was? Aua, ey. Was soll das denn? Viel Spaß noch, du Blödmann. Oh Mann, die sind ja wirklich nicht freundlich. Oh Gott, Leute, was ist denn das da oben? Da ist irgend so eine Einkerbung oder sowas. Vielleicht müssen wir da auch mal ein bisschen so... Warte mal, was ist das denn? Das ist ein geheimes... Lol, Moment. Oh mein Gott, Leute, hier ist ein Tresor und sowas. Wissen die überhaupt, was hier drin ist? Hier ist so viel Geld drin, Leute. Hier ist so viel Geld drin. Oh mein Gott, und was... Lol, was ist das?
Das sind irgendwelche komische Kristalle oder sowas. Sind die das hier oben? Irgendwie sowas ist. Okay, Leute, warte mal ganz kurz. Hey, was geht ab, Mann? Wo kamst du denn her? Seit wann haben wir da oben eine Kammer? Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen staubig gewesen. Ja, sehr staubig war es da oben. Ihr solltet auf jeden Fall da nicht hingehen. Da ist es wirklich sehr, sehr staubig. Oh, okay, alles klar. Hier hast du deinen Lohn für den Tag. 5 €, bitteschön. Dankeschön, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darüber und wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder. So, okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, Leute. Oh Mann, was ist das denn für ein komischer Mist? Oh Gott, okay. Ey, auf jeden Fall, was ist das hier für ein komisches Ding, Leute? Habt ihr sowas schon mal in Brookhaven gesehen? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Naja gut, schauen wir mal nach. Hey Mama, hey Papa, Leute, ouch. Oh Gott, da ist das tief hier, mein Gott. Hey Papa, hast du denn deine Auszeit genossen? Ja, es war schön, wieder ein bisschen ausschlafen zu können. Passt auf, Leute, ich habe eine kleine Überraschung für euch, denn ich habe hier ein bisschen Geld. Und dieses komische Ding, was ich gefunden habe. Lol, es leuchtet sogar. Wow. Was? Wo hast du das denn her? Ich habe das in dem Haus von den reichen Typen da oben gefunden. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, was das ist. Das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Das leuchtet auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was? Oh mein Gott. Schätzig, das sind 3 riesige Plutoniumstacheln. Genau, es sind Plutonium. Was ist das? Die sind unglaublich viel wert. Die sind Millionen wert. Was, ernsthaft? Ich habe mich eigentlich mehr über dieses Geld gefreut, aber das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Meinst du, das kann man irgendwie verkaufen und zu Geld machen? Das ist unglaublich viel wert. Das könnte unser aller Leben auf ewig verändern. Okay, das klingt doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Und wenn wir unser Leben drastisch verändern, wie würde das dann aussehen? Ach so, habt ihr euch das ungefähr vorgestellt? Wow, nices Haus, würde ich sagen. Coole Idee auf jeden Fall. Ja, wir müssen endlich nicht mehr in Zelten wohnen und komische Dinge tun und unterbezahlten Mist machen, um zu überleben. Und ich kann so viel Waffeln mit Butter essen, wie ich will. Also, naja, ich bin immer noch der Meinung, dass Waffeln mit Butter ein Staatsverbrechen sein sollten, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Oh, man hat einen Burger. Oh Gott, das ist ja cool. Das haben wir alles dir zu verdanken. Ich bin so froh, dass du zu uns gekommen bist. Aber natürlich immer wieder gerne, aber bevor wir das machen, muss ich ganz kurz in meinen neuen Lamborghini steigen, Leute, denn wir müssen ein bisschen Krach machen, denn wir haben ein kleines Problem mit neidischen Nachbarn. Hey, Paket für Sie. Wer hat denn hier seinen Müll abgeliefert? Oh, Geschenke, das kann ja nur Gutes bedeuten. Hey, was geht? Schön, dass du mich endlich ausgepackt hast. Da drin ist es muffig und stinkig. Oh nein, ich wusste es. Ich will keine neuen Kinder mehr annehmen. Was? Bleib stehen. Ich suche doch nur eine neue Familie. Na schön, wenn du also adoptiert werden willst, gibt es nur 2 Möglichkeiten für dich. Okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Es gibt die übergewichtige Familie und die starke Familie. Aber wohin du kommst, müssen wir mal sehen. Kannst du ein Auto mit deinem kleinen Finger hochheben? Bin mir nicht ganz sicher. Ich hab's nicht versucht. Fang auf! Wie jetzt? Was erwartest du denn von mir? Was soll ich denn machen? Denkst du irgendwie, ich könnte... Kann kein Auto heben. Welcher Mensch kann denn auch ein Auto heben? Oh, Alter, ich fühle mich, als hätte mich ein ganzer Bus überrollt. Na schön. Was ist denn der nächste Test? Kannst du schneller laufen als dein Auto? Okay, ich bin bereit. Wie jetzt? Ich kann nicht schneller als dein Auto... Hey, hallo, bleib stehen. Ich kann nicht schneller als dein Auto laufen. Ich bin doch ein kleines Kind. Also ist nicht mal schneller als ein Auto. Wie kannst du das denn ernst meinen? Natürlich bin ich nicht schneller als ein Auto. Dafür sind Autos ja gemacht. Na schön. Die letzte Prüfungsfrage ist nur, ob du ein LKW hochheben kannst. Oh nein! Eigentlich wäre es logisch gewesen, dass wenn du kein Auto tragen kannst, auch kein LKW tragen kannst, aber ich fand es trotzdem irgendwie lustig. Mach das! Ja, nie wieder. Na gut, meine Testergebnisse haben ergeben, du bist zu schlecht für die Fitnessfamilie. Das heißt, du musst leider zu der fitten Familie. Hallo, Entschuldigung. Wir haben einen Gutschein für ein Adoptivkind bei McDonald's gewonnen. Nein, ich kaufe nichts. Ach so, Sie sind wegen Cedric hier. Ja, genau, so ist das. Naja, ihr habt ja auch nichts Besseres verdient. Cedric! Oh nein, ich wurde gerufen. Das heißt, meine neue Familie ist da. Das ist doch eigentlich super, oder nicht? Ach, ich weiß es auch nicht ganz genau. Woohoo! Hey, was geht, Leute? Aha, du bist also unser neuer Sohn. Kann man das essen? Was? Nein, natürlich kann man mich nicht essen. Ich bin euer neuer Sohn. Ja, genau. Und jetzt verlass bitte meinen Kindergarten. Ihr stinkt nämlich. Hey, du kannst doch nicht so gemein zu ihnen sein, nur weil sie ein bisschen übergewichtig sind. Oh Mann, du bist echt böse. Ich komme mit euch mit. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, ich folge euch auf jeden Fall mal. Oh Mann. Wow, das ist echt ein cooles Auto. Oh ja, Leute. Ich habe natürlich mega Bock darauf, auf dem Dach eines Autos zu stehen, was wahrscheinlich auch überhaupt nicht gefährlich ist oder sowas, aber egal. Sind wir bald da, Leute? Ich bin schon echt gespannt, wie das
neues Haus aussieht. Wow, ist das denn für unser neues Haus? Mega cool. Oh nice, ihr habt sogar einen richtig coolen Grill. Ach, ja, genau. Da stellt sich mir nur die Frage, was willst du essen? Ja, also ich hätte Lust auf... Also wir haben Cheeseburger, Double Cheeseburger, Triple Cheeseburger, Quattro Cheeseburger. Oh, ihr habt nur Cheeseburger? Ich mag leider keinen Käse und so. Was? Wie kann man denn keinen Käse mögen? Sag bloß, du magst auch kein Fleisch. Ja, doch schon. Allerdings nicht allzu oft. Ich muss so ein bisschen auf meine schlanke Linie achten, verstehst du? Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist wieder einer von den Leuten. Gönn dir einfach ein paar Cheeseburger. Wir haben Cheeseburger, Double Cheeseburger, Triple... Ja, ich hab schon verstanden. Komm, lass uns auf jeden Fall mal reingehen. Ich wollte mir schon immer mal die Bude anschauen. Oh Mann, Leute. Ist aber... Ich meine, das ist schon echt ein nices Haus. Oh, okay, und was machen wir heute noch so? Cheeseburger essen. Wir haben viele verschiedene Cheeseburger. Double Cheeseburger, Triple Cheese... Ja, ich meine, abgesehen vom Essen natürlich. Abgesehen vom Essen? Wir sitzen sehr gerne vorm Fernseher. Oh, okay, wir können uns auf jeden Fall gerne was anschauen im Fernsehen. Was läuft denn gerade so im Fernsehen? Oh ja, im Fernsehen laufen sicher ziemlich viele coole Sachen. Okay, lass uns einfach das hier anschauen. Kommt mal her. Huch, es ist Zeit für das tägliche Fitnesstraining. Meinst du das ernst? Das waren doch nur 3 Treppenstufen. Wie denn? Das ist doch voll einfach. Du musst einfach nur die Treppen hoch und runter und hoch und runter und, Das war einfach zu viel für mich. Geht's dir gut? Soll ich dir einen Krankenwagen holen oder sowas? Nein, geh zu meiner Frau. Sie weiß, was ich brauche. Okay. Hey, Papa ist gerade umgefallen und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Was? Ernsthaft? Oh, das muss ich mir unbedingt anschauen. Ich muss mir das sofort anschauen. Oh, Stufen. So, okay. Ja, er liegt hier schon eine Weile. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Ich bin mir ganz sicher, er braucht nur einen Double Cheeseburger. Oder vielleicht einen Triple Cheeseburger. Vielleicht aber auch einen... Warte, was? Cheeseburger? Okay, gib ihm auf jeden Fall den Cheeseburger. Und zack, und zack. Dankeschön. Oh, jetzt fühle ich mich wieder voll fit. Wow, ihr beide seid echt ein bisschen komisch. Na gut. Schauen wir uns auf jeden Fall mal das Fernsehprogramm an. Du kannst dich ruhig hinsetzen, wenn du möchtest. Ich stehe auch gerne. Wow, der Film ist ja echt... Hallo? Was ist denn da? Es ist die Pizza, die ich bestellt habe. Los, lass uns hinlaufen. Oh, Pizza, mega cool, mega cool. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Wo bleibst du eigentlich? Egal. Hier, hallo. Pizza für die Familie Fett. Ihr habt echt schon ein paar Pizzen zu viel verdrückt. Hey, das ist voll gemein. Hallo, komm, du kannst doch mal ein bisschen netter sein. Nur weil die so ein bisschen... Naja, du weißt schon. Tja, ich nenne die Dinge halt beim Namen. Hier hast du deine Pizza. Oh Mann, sind die Leute immer so zu dir? Das ist doch echt ein bisschen gemein. Ach ja, man gewöhnt sich dran. Die Leute sind aber immer etwas unfreundlich. Brauchst du deiner Mutter und mir vielleicht etwas zu trinken? Ach so, ja, na klar. Okay, wow. oh Mann. Aber irgendwie sind sie doch schon echt witzig, Leute. Also, man kann ja über die sagen, was man will. Hm, wir haben hier nur Traubensaft und Cola drin. Holen wir uns mal ein normales Wasser oder so. So, zack und zack. So, okay. Hey, ich habe ein bisschen was zu trinken für euch mitgebracht. Oh, danke schön. Willst du mich etwa vergiften? Was? Was denn? Das ist doch einfach nur normales Wasser. Das schmeckt doch einfach normal. Ja, genau. Das ist das Problem. Was ist denn das Problem an Wasser? Das ist doch normales Wasser. Weißt du denn nicht, dass ich allergisch gegen Wasser bin? Ich wusste nicht mal, dass das geht. Du bestehst doch zu 70% aus Wasser. Na gut, dann gebe ich dir halt ruhig was anderes. Ja, mach das bloß nicht nochmal. Okay, gut. Ich glaube, wir sollten es vielleicht doch nochmal woanders versuchen. Leute, irgendwie ist diese Familie auch ein bisschen komisch. Aber naja, gut, Leute. Übrigens, ganz kurz nochmal. Ich möchte hier keine übergewichtigen Menschen oder so beleidigen. Die ganzen Videos sind Spaß und Witz und so weiter. Deswegen nehmt euch das nicht zu Herzen, was ich hier gerade sage. Das ist alles absolut einfach nur aus Spaß gemeint. Hey, was geht? Hey, was geht? Ach, du bist es. Weißt du was? Mit der ersten Familie war ich nicht so ganz zufrieden. Hast du vielleicht noch irgendwas anderes für mich? Du hast zwar den Test der anderen Familie nicht bestanden, aber wenn du es unbedingt willst, hier kommt die Fitnessfamilie. Hey, wir sind da. Oh, das ging ziemlich schnell. Na, du weißt doch, wer rastet, der rostet. Okay, ihr seht also schon mal echt hart aus. Oh Mann, Leute, schaut euch mal an, was die für Muckis haben. Alter, mega krass. Gut, ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall mit euch mit. Perfekto, wir laufen schon mal voraus. Moment mal, wie jetzt laufen? Habt ihr kein Auto oder so? Wo sind sie denn hin? Oh nein, Leute, stimmt, sie können ja schneller laufen als ein Auto. Oh nein. Oh Mann, Alter. Ich verstehe nicht, warum die so schnell laufen müssen. Hey, Leute, ich bin auch da. Was genau macht ihr denn gerade? Psst, Ruhe.
Wir meditieren. Meditieren? Wie genau funktioniert das denn? Du musst es dir so vorstellen, wie der Sonnenschein ein welkes Blatt voller Leben und Licht mit einem halb verdauten Mäuseherz beginnt. Okay, ich verstehe zwar absolut gar nicht, was du von mir willst, aber mach auf jeden Fall weiter. Und was machst du da oben? Was? was ist denn los? Oh mein Gott, die sind ja genauso bekloppt wie die anderen. Na gut, ich würde mal sagen, es war ein anstrengender Tag für mich heute. Ich gehe mal eine Runde schlafen. Okay, bis morgen. Tschüss. Ach so, ja, Ruhe, gehe zu Bett und so weiter. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Bis dann. Tschüss. Hier ist ein Badezimmer. Wo soll ich denn hier überhaupt schlafen? Typen haben ja nicht mal ein Bett. Was ist das überhaupt für ein Haus? Hier ist irgend so eine Computerzentrale. Sind die irgendwie Superhelden oder sowas? Egal, ich leg mich am besten einfach mal aufs Sofa. Hey, Kleiner, steh auf! Was ist denn los? Es ist 3 Uhr morgens. Morgenstund hat Gold im Mund, du weißt doch. Komm mit, es ist die perfekte Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen. Was? Die perfekte Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen? Welcher Mensch geht denn um 3 Uhr morgens ins Fitnessstudio? Na gut, wir laufen vor, komm hinterher. Ja, ich... Wo sind sie denn hin? Oh nein, Leute. Wieso sind die denn so schnell? Na schön, dann laufen wir halt einfach zum Fitnessstudio. Das ist doch super dumm. Endlich da. Oh Mann. Oh, du bist auch endlich da. Mann, du hast 10 Minuten dafür gebraucht. Das hat voll lange gedauert. Cedric? Was? Es ist schon so anstrengend gewesen. Ich kann mittlerweile gar nichts mehr machen. Ich bin müde und ich bin fertig. Na, du willst doch nicht so schnell aufgeben. Ja, nein, möchte ich eigentlich nicht, aber ich bin einfach fertig. Ich krieg das nicht so hin. Aufgeben ist das wahre Verlieren. Denn jeder, der aufgibt, ist wie ein welkes Blatt des Sommerwaldes. Ja, ich verstehe sowieso nicht, was du damit sagen willst. Oh Mann, selbst die Kindergärtnerin ist hier und die hält auch schon nicht allzu viel aus. Jungs und Mädels, ich würde euch auf jeden Fall mal sagen, wir gehen lieber mal hier weg und lassen die mal ein bisschen alleine trainieren. Das Problem ist, dass ich nicht wirklich weglaufen kann, weil meine Beine mittlerweile echt wehtun. Aber Cedric, warum willst du mich denn verlassen? Weil du mich immer verfolgst. Das ist mega gruselig. Ah! Ich verstehe nicht, was du meinst. Ach komm, du musst es doch verstehen. Du bist eine Stalkerin und sowas ist nicht cool. Geh jetzt bitte aus meinem Haus raus. Ich möchte in aller Ruhe hier bleiben. Na schön, wenn du mich hier nicht haben willst, dann geh ich. Aber das ist nicht das letzte Wort, das ich gesprochen habe. Ja, sollte es aber. Oh Mann, echt. Manchmal ist es so stressig mit ihr und deswegen habe ich mich mittlerweile von ihr getrennt. Das ist wirklich ein bisschen dumm, Leute. Hey, Papa, was geht ab? Moin, moin, junger Sportsfreund. Hast du schon einen Daumen nach oben auf den Video da gelassen? Aber klar, ich bin immer dabei, meine Daumen zu trainieren. Na, das ist doch großartig. Wie hat deine Freundin denn eigentlich die Trennung überstanden? Ziemlich gut eigentlich. Es hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, aber mittlerweile hat sie zumindest schon mal das Haus verlassen. Ah, und warum steht sie denn hinter dir? Was meinst du? Oh Mann. Ich habe meinen Koffer vergessen. Ja, tu das. Klar, den Koffer vergessen. Auf jeden Fall, Leute, müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen vor der, denn die wird mich nicht so schnell in Ruhe lassen, glaube ich. Okay, da geht sie. Auf jeden Fall hat sie scheinbar wirklich ihren Koffer vergessen. Gut, naja, ich würde schon sagen, Papa, es wird langsam spät. Ich gehe mal ein bisschen schlafen und so, du weißt schon. Ja, kein Thema, mach das ruhig. Alles klar, dann bis morgen. Gute Nacht. Ich gehe auf jeden Fall schon mal eine Runde ins Bett und ich würde sagen, wir schaffen das schon irgendwie. Ja, oh Mann, ist das eine schöne Nacht heute. Keine Geräusche, kein Schnarchen, keine Freundin. Was? Keine Freundin? Ich habe gesagt, keine Freundin. Hallo Cedric, ich habe hier einen Vogel gesehen. Das ist ja unglaublich. Ich musste sie einfach retten. Es gibt keine Vögel an diesem... Egal. Geh einfach wieder weg und geh schlafen, Mann. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Oh Mann, Leute. Ich glaube, wir werden nie Ruhe bekommen, wenn sie nicht einfach ins Wasser springt. Egal. Auf jeden Fall, Leute. Ich glaube, wir müssen irgendwas daran ändern, ja? Okay, wisst ihr was, Leute? Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir müssen einfach schlauer sein, als sie uns überlisten. Wir müssen einfach beweisen, dass ich einfach schlauer bin als sie und deswegen werde ich sie stalken. Und wir werden ihr das schon irgendwie austreiben können. Wo ist sie denn hin? Wo kann sie denn nur sein? Ich habe keine Ahnung, wo ich sie finden kann, Leute. Oh, da ist sie ja. Da läuft sie gerade weg. Ich hab's doch gewusst. Die stalkt mich und ich werde jetzt dich stalken. Ich weiß nicht, was sie vorhat, Leute. Wir müssen jetzt einfach mal folgen und gucken, wo sie ungefähr hingeht, Leute. Ich hätte da schon ein... Hä, sie geht in die Schule? Was will sie denn in der Schule? Wo ist sie denn jetzt auf einmal hin? Hey, wo bist du? Hey, jemand hat die Polizei gerufen oder gesagt, dass hier irgendwelche Einbrecher sind. Wenn hier Einbrecher sind, zeig dich. Was? Oh nein. Die Polizei ist hier. Oh Gott. Okay, hallo, kein Grund zur Ursache. Ich habe nur jemanden verfolgt, eine Freundin von mir. Du hast eine Freundin von dir verfolgt? Das ist aber geschmackslos. Nein, das ist ein bisschen komplizierter. Ich kann das erklären. Na schön, wenn das so ist, allerdings.
Allerdings bist du nachts in die Schule eingebrochen und das ist ein schweres Verbrechen. Nein, 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 nein. Meine alte Freundin ist einfach hier vorgegangen und hat sich irgendwo in dieser Schule versteckt. Sie können aber mit mir suchen. Du meinst also, dass du irgendein Mädchen verfolgt hast, was nachts alleine in die Schule gegangen ist? Ja, genau. Du kommst besser mal mit ins Gefängnis. Oh nein, ich habe doch überhaupt nichts getan. Okay, vielleicht habe ich was getan, aber ich meine, sie hat noch schlimmere Sachen getan. Ach, egal, Leute. Ach, ist das blöd. Jetzt wurden wir auch noch erwischt, wie wir in die Schule eingebrochen sind. Oh Mann, schlimmer kann es ja echt nicht werden. Natürlich kann es schlimmer werden. Stell dir mal vor, niemand hat einen Daumen nach oben auf dem Video da gelassen. Okay, vielleicht hast du recht, das wäre ja fast noch schlimmer. Was ist denn die Strafe dafür, wenn man irgendwie in die Schule eingebrochen ist oder sowas? Naja, da du noch ein bisschen jünger bist, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Entweder du gehst für 300 Jahre ins Gefängnis oder du lässt dich von einer anderen Familie adoptieren, die vielleicht besser mit dir umgeht. Und die auch Gesetze beibringt. Das ist wirklich nicht so gut. Ich würde lieber ins Gefängnis gehen. Ich bin ganz ehrlich, also bevor ich hier nochmal wieder irgendwo zurückgehe, werde ich auf jeden Fall lieber eine Weile lang im Gefängnis sitzen. Okay, ich glaube, du wirst es sowieso nicht lange aushalten. Ha, vertrau mir, ich werde es richtig lange aushalten. Ich halte es nicht mehr aus, ich halte es nicht mehr aus. Mach die Tür auf. Möchtest du dich nun also doch adoptieren lassen? Ja, ja, alles ist besser, als hier festzusitzen. Oh Mann, ich will nie wieder in ein Gefängnis. Oh Mann, ich will nie wieder in ein Gefängnis. Es hat sich angefühlt wie 1000 Jahre. Du warst doch nur 20 Sekunden drin. Ach so, wirklich? Okay, na gut. Zufälligerweise suche ich gerade ein neues Kind zum Adoptieren. Hättest du Lust, meiner Familie beizutreten? Nein. Okay, hättest du Lust, für weitere 40 Sekunden ins Gefängnis zu gehen? Nein. Ich tue alles, was du möchtest. Na gut, dann komm mit zu mir nach Hause. Sind wir bald da? Ich muss auf Toilette. Oh Mann. Das ist echt nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, Leute. Aber es ging ja auch theoretisch schlimmer. Ich meine, einen Polizisten als Vater zu haben, ist doch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, da wären wir. Ich würde dir jetzt gerne meine Familie vorstellen. Meine Frau, meine Tochter und mein Sohn. Leute, ich glaube, alles ist besser als meine komische Stalker-Ex-Freundin. Oh Mann. Das hier ist meine Familie. Sag Hallo und sei nett. Hey, wie geht's dir? Ach nee, gar kein Bock auf den. Oh, hallo, schön dich kennenzulernen. Aber du weißt doch, wer ich bin. Oh Mann. Das ist das Mädchen, was ich verfolgt habe. Sie war heute Nacht in der Schule. Du hast also meine Tochter heute Nacht in einer Schule verfolgt? Nein, ich habe die noch nie gesehen. Aber das ist gelogen. Sie ist meine Freundin. Komm, erzähl doch nicht so einen Quatsch. Ich kenne meine Tochter. Aber ihr könntet euch gerne kennenlernen. Ihr seht aus, als würdet ihr zueinander passen. Das Thema hatten wir schon mal. Oh Mann, Leute, ich glaube, wir sollten einfach raus. Wir sollten rennen. Nein, die Tür ist zu. Oh Mann, Leute, ich glaube, das wird nicht ganz so einfach. Hey, kannst du ihm sein neues Zimmer zeigen? Klar, kein Problem. Oh Mann, was hast du dir denn dabei gedacht? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wusstest du, dass mich deine Familie adoptieren würde? Du bist voll drauf reingefallen, Cedric. Und jetzt wirst du mich nie mehr verlassen. War das alles von vornherein dein Plan im Ernst? Das hier ist jetzt unser Zimmer und du wirst hier schlafen. Oh Gott, ich wusste, das ist eine blöde Idee, war dich zu verfolgen. Wieso bin ich überhaupt... Ach, egal. Hey, was geht, Mann? Okay, soll ich ihm irgendwie folgen? Hey. Hey, du da, du nervst. Danke, damit kann ich wirklich sehr viel anfangen. Die Familie ist mit meiner Schwester schon zu groß. Ich wollte nicht noch einen Bruder. Weißt du was? Ich auch nicht. Ich wollte nicht hier sein. Ich bin nur hier, weil mich deine Schwester ausgetrickst hat. Im Ernst? Wie meinst du das? Naja, pass mal auf. Also deine Schwester war auf jeden Fall eine lange, lange Zeit meine Freundin, bis sie irgendwann angefangen hat, mich zu stalken. Und ich fand das nicht so cool. Wir haben uns dann halt irgendwann getrennt. Und naja, es ist halt so gewesen, dass... Hey! Das traue ich meiner Schwester schon zu. Die ist schon ein gerissenes Stück. Kannst du mir vielleicht irgendwie helfen, hier zu entkommen oder so? Oder vielleicht einfach nur... Psst, nicht so laut. Eine Sekunde. Was macht ihr denn jetzt, Leute? Was ist denn hier los? Diese Familie ist doch echt komisch. Oh, ein schönes Bild namens Blanc. Das Bild der Weisheit, Freunde. Ach, gar nichts. Ich musste nur kurz abchecken, ob meine Schwester hier nicht irgendwelche Wanzen oder Kameras installiert hat. Ach so, ja, jetzt verstehe ich auch, warum du deine Schwester nicht so sehr magst oder mich vermutlich auch nicht. Okay, pass auf. Ich werde dir helfen zu entkommen. Ich werde dir heute Nacht weitere Informationen geben, ja? Bis dann. Bis dann. Gute Nacht. Was ist das denn für ein komischer Typ, Leute? Schade, das wäre ja doch zu einfach gewesen. Hey, Leute, alles cool bei euch? Ja, alles gut. Ich habe heute Abend Nachtdienst und muss mich noch ein bisschen darauf vorbereiten. Okay, cool. Ich sehe soweit nichts mehr, was wir hier noch machen könnten. Oder vielleicht... Ich wollte ihr nicht jetzt unbedingt dabei zuschauen, wie sie auf Toilette geht. Aber okay. Ich verstehe schon. Okay, Family. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei der Arbeit und ihr solltet auch so langsam mal schlafen gehen. Nicht zu viel Fernsehen gucken. Ja, viel Spaß dir bei der Arbeit. Alter, wow, was ist denn das für ein komischer Hund, Leute? Egal, auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, gehen wir so langsam mal schlafen, oder? Ich bin auch schon etwas müde. Lass mal ins Bett gehen.
Okay, alles klar, dann gehen wir so langsam mal schlafen. Ich wünsche dir süße Träume, Cedric. Und ich wünsche dir böse Albträume. Hey, psst, steh auf. Was? Entschuldigung. Moment, ich muss ganz, ganz vorsichtig sein, damit ich sie nicht aufwecke. Okay, alles gut bei dir? Ja, komm raus, wir dürfen meine Schwester nicht aufwecken. Okay, passt. Wie sollen wir jetzt hier entkommen? Ich habe einen ganz besonderen Trick von einem Ninja erzählt bekommen, wie man Schlösser öffnet. Folge mir. Okay, ich folge dir auf jeden Fall. Oh Gott, ich hoffe, er hat auf jeden Fall wirklich irgendeine Ahnung von dem, was er da macht. Pass auf, hier ein weises Zitat von dem altehrwürdigen Ninja Xiong Shung Hai. Um eine Tür zu öffnen, brauchst du den Schlüssel. Wow, dankeschön, da wäre ich ja fast überhaupt nicht drauf gekommen. Also es ist eigentlich ganz einfach, wir müssen einfach nur den Schlüssel finden, um diese Tür zu öffnen. Okay, auf die Idee hätte ich fast selber kommen können, aber wo genau finden wir denn den Schlüssel? Ich weiß nicht, vielleicht ist er ja im Kühlschrank. Ja, möglicherweise. Vielleicht hat ihn aber auch jemand bei sich. Mist, der Kühlschrank ist eigentlich wirklich immer ein guter Hinweis. Aber vielleicht hat meine Mutter einen Schlüssel. Okay, aber wo genau schläft die denn? Okay, gut, ich denke mal, er wird schon irgendwo wissen, wo sie schläft, aber... Oh, da schläft sie. Wenn du den Schlüssel bekommen willst, musst du ihn dir holen. Ich? Warum muss ich ihn denn holen? Sonst lernst du nichts daraus. Na schön, ich mach's ja schon. Oh Mann, alles nur dafür, um hier wegzukommen. Okay, das kann doch nicht allzu schwierig sein. Hier irgendwo muss er doch sein. Ich denke mal, dass sie ihn irgendwo bei sich haben wird. Ups, Schatz, hast du schon wieder im Bett gepupst? Ja, das war ich. Und ich war ganz laut, ja. Okay, so. Da ist der, da ist er. Ich hab sie. Oh, psst, nicht so laut. Achso, ja, es tut mir leid. Okay, und du sagst, mit dieser Schlüsselkarte können wir die Tür öffnen? Okay, ich probier's auf jeden Fall mal. Und, wow, es hat funktioniert. Oh mein Gott, danke, dass du mir geholfen hast zu entkommen. Kein Problem. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben und wir sehen uns hoffentlich nie wieder. Tschüss. Schatz! Ja, was ist denn? Ich komme. Ist dir eigentlich bewusst, dass wir uns so langsam über die königlichen Nachfolger kümmern müssen? Königliche Nachfolger? Oh, ja, stimmt, da war ja was. Aber wir haben doch keine Kinder. Wer soll denn danach uns König werden? Also da hätte ich eine Lösung. Welche denn? Wir adoptieren einen neuen Prinzen. Ja, Leute, ratet mal, wer wieder da ist. Genau, ich. Deswegen, liebe Freunde, gibt es heute eine neue Folge Brookhaven. Und wer ist eigentlich dieser Typ hier in meinem Haus und was machst du hier? Hallo, ich bin Jason, ich bin zurück aus dem Urlaub und so müsst ihr mich wieder tragen. Hallo. Lass mal ganze 5 Milliarden Likes da, wenn ihr Jason vermisst habt. Nur wenn wir 5 Milliarden Likes schaffen, Leute, dann zeigt ihr mir, dass ihr mit Jason vermisst habt. Okay. Das ist so voll unfair, du wirst nicht 5 Millionen Likes bekommen. Alter, Jason, weißt du, was ich by the way Neues gehört habe? Was hast du Neues gehört, Cedric? Ich habe ein neues Hörgerät. Nee, Moment. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass die königliche Familie ein neues Kind sucht. Also auf jeden Fall suchen die irgendwie so neue Leute zum Adoptieren oder so für Leute, die König und Königin werden wollen. Das einzige Problem dabei ist, dass du leider kein Mädchen bist. Deswegen kannst du nicht die Königin werden, aber ich werde der König, Jason. Hallo? Ich habe eine Idee. Wir müssen jetzt nur noch versuchen, diese komische Familie irgendwo zu finden, Jason. Warte mal, das ist auf jeden Fall... Okay, das sieht nicht aus wie ein königliches Auto. Jason, nein! Ich habe das perfekt gemeistert. Nein, das stimmt überhaupt nicht, Jason. Ich kann fahren wie der beste Mensch der Welt. Ja, okay. Vielleicht ist dieses Auto ein bisschen zu schnell für mich. Aber egal, auf jeden Fall, Jason. Wo könnte sich denn eine königliche Familie aufhalten? Vielleicht auf dem einzigen Haus, das auf dem Hügel steht, da hinten. Auf dem Berg. Stimmt, das könnte sogar möglich sein, aber das, naja, lass auf jeden Fall mal schauen. Oh, da reitet gerade jemand. Hilfe! Nein! Ist das nicht der König oder die Königin? Warte mal, ist das der? Hey, was geht ab, Mann? Yo, wie geht's, Bro? Montag. Sheesh. Mittwoch. Die Jugendwörter des Jahres. Sheesh, Digga. Montag. Mittwoch. Jetzt ist wirklich lol. Oh, hey Jungs, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ja, es geht da nein. Schon. Nein. Ja, doch. Jason, doch. Wir müssen ihm behilflich sein. Nein, Moment, er muss uns behilflich sein. Du musst. Denn wir du sind. Was? Nein, Jason, was laberst du für ein Müll? Auf jeden Fall. Nein, Jason, bleib hier. Denke ich gar nicht wahr, ich habe keinen Führerschein. Bleib hier, steig aus. Das war ich nicht. Oh, oh. Das war überhaupt keine gute Idee, Jason. Sollen die uns denn adoptieren? Jason, hör auf, mein Auto zu klappen. Nein. Mein Auto bekommst du nicht. Komm, jetzt lass mal mit den Typen da reden. So, wir haben keine Eltern und wir suchen irgendwie neue Eltern. Haben Sie da eine Möglichkeit? Was? Ihr habt keine Eltern und ihr sucht welche? Das ist ja ein äußerst merkwürdiger Zufall. Aber da steckt sicher nichts dahinter. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir suchen auch gerade Kinder. Nice, das habe ich in der Zeitung gelesen. Achso, das habe ich gefühlt. Also das ist so ein Instinkt, den Kinder haben, wenn die Eltern irgendwie keine Kinder... Nee, macht das irgendwie Sinn, was ich gerade sage? Ich glaube nicht, oder? Nein, macht es nicht. Okay. Aber egal, Cedric. Ja. Sag einfach Doritos. Okay, Doritos.
Oh Mann, Alter. Mit den Doritos haben sie, glaube ich, auf jeden Fall überzeugt. Was macht er denn ich da? Ich glaube auch, definitiv. Ich glaube, unsere Gehirnströme wurden gerade gemessen, Jason. Sie hat gemerkt, dass du einen IQ-Punkt weniger hast als ich. Oh, ich glaube, das wäre nicht so gut. Also nach meinem äußerst ausführlichen Gesundheitstest muss ich sagen, dass ihr beide eigentlich relativ gesund seid. Nein, Jason, hör auf, das Auto von denen zu klauen. Das ist nicht cool. Wir klauen nicht das Auto von unseren Eltern, von unseren Fast-Eltern, denn gleich werden sie unsere Eltern sein. Ah, die können 10 neue kaufen, Cedric. Ja, Mann, ist doch egal. Doritos. Oh. Rip, Alter. Okay, da sind sie weg, Jason. Siehst du, du hast sie vergraut. Nein. Alles gut. Warte. Okay, komm mal her. Naja, auf jeden Fall, wenn nichts dagegen spricht, dann würde ich euch beide adoptieren. Nice. Ist das dann auch so, dass wir irgendwie die königlichen Nachfahren werden? Ja, genau. Ihr werdet dann Prinz und Prinzessin sein. Genau, denn Jason ist auf jeden Fall die Prinzessin. Ja, auf jeden Fall die mit dem grünen Shirt. Ist ein Mädchen. Ja, Jason, hast du was gehört? Oh, ja, perfekt. Ich bin kein Mädchen. Schwala, ey, Junge, was geht? Schwala, Alter. Okay, komm, lass auf jeden Fall mal ins Haus gehen. Lass mal ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwas finden, Alter. Oh, Mann, ich Jason. Fahre Auto guck wie ein richtiger nein. Mann. Jason, auch Frauen können Auto fahren. Oh, ehrlich, nein. Ich hab das Auto geschrottet, glaube ich. Oh nein, Jason, egal. Was hast du getan? Komm. Ich will mir mal ein bisschen schon. Wow, das ist mein Alter, Das ist mega nice. Okay, also wir hatten ja damals auch schon auf unserem Bauhaus. Ja, stimmt, Balkon, also so viel krasser als unser. Wow, ey! Whirlpool, Alter, nice! Aber weißt du, was mir fehlt, Jason? Wir brauchen hier ein Baumhaus. Ey, weißt du, was wir machen werden, wenn wir Könige werden, Jason? Wir werden auf jeden Fall ein Baumhaus bauen und wir werden wir werden als Regel einführen, dass jeder Mensch in Brookhaven ein Baumhaus braucht. Ja, genau, jeder muss in einem Baumhaus wohnen. Danach wollen die uns nicht mehr adoptieren. Jeder muss in einem Baumhaus. Ja, okay, auf jeden Fall. Ich würde sagen, oh Gott, habe ich sie jetzt gerade ein bisschen. Jason, hast du das gesehen? Wenn meine Nachbarn gleich klingeln, würde mich das nicht wundern. Ich bin gerade einfach durch meine gesamte Wohnung umgesprungen. Deswegen mit Jason Folge aufnehmen ist wirklich furchtbar. Da wird das immer. Also da hast du genug Sport für die ganze Woche gemacht, sag ich euch wirklich. Wenn ihr auf jeden Fall jetzt Teil der königlichen Familie sein wollt, müsst ihr auch lernen, euch zu benehmen wie Könige. Und dabei fangen wir mit den Klamotten an. Okay, Jason. Klamotten, Cedric, wir kriegen eine Krone. Eine Krone, stimmt, wir kriegen eine ganze Krone, Alter. Oh Mann. Okay, komm. Lass auf jeden Fall mal ganz kurz hier ins Umkleidezimmer gehen. Alter, was ist das eigentlich für ein schlechtes Schloss? Hier gibt's ja gar kein Umkleidezimmer. Das ist ein Badezimmer, das ist ein Dingszimmer. Das ist ein ich glaube, wir sind wirklich im Kreis gelaufen. Mama, wo ist denn eigentlich hier das Bekleidungszimmer? Bekleidungszimmer? Sowas haben wir nicht, aber ihr könnt euch auf jeden Fall in der Garage umziehen. In der Garage? Alter, was ist das für komische Könige? Da merkt man, dass die halt Könige von der Kleinstadt sind, gell? Okay, auf jeden Fall bin ich... Hoppala, ich würde auf jeden Fall sagen, dann gehen wir auf jeden Fall in die Garage und sehen uns um, Jason. So, Leute, nice, frische Klamotten haben wir jetzt auf jeden Fall. Und Jason, wie weit bist du? Das ist dumm und unbequem, Das ist dumm. Das ist der größte Problem. Das ist geil. Nein, ich will nicht mehr Prinzessin spielen. Du musst es halt leider tun. Alter, warum? Wo kam die denn auf einmal? Was machen die eigentlich? Was sind das für komische Könige? Leute, wollt ihr ein Dorito-Shirt? Dann lasst gleich. Oh Mann. Also für die Leute, die das übrigens immer noch denken, nein, die bezahlen mich nicht, die von Doritos. Ich mach das einfach nur so, weil es halt dumm ist. Alter, aber das wäre cool. Okay, ich würde teile eine Nachricht an Doritos, dass sie Cedric sponsern sollen. Ja, genau, Leute. Tickt die einfach mal auf TikTok oder so. Also die @Doritos oder so. Und dann schreibt. Oder genau, macht so TikToks, wo ihr so einen Clip von mir einblendet, wo ich so Doritos sage. Und dann taggt ihr die und mich. Community-Aktion, Leute. Vielleicht schaffen wir es, dass Doritos bei uns kommentiert oder irgendwie auf uns aufmerksam wird. Das wäre voll geil. Das wäre mega, mega witzig, Leute. Lass das auf jeden Fall ausprobieren. Okay, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, König zu sein. Deswegen werde ich euch auf jeden Fall König und Königin sein lassen. Und danach renovieren wir unser Palast zu einem riesigen Baumhaus und du darfst in Doritos baden. Irgendwie hört sich das... Das hört sich irgendwie zu gut an, um wahr zu sein. Oh nein, Jason! Oh nein! Och nö! Es war nur ein Traum, Jason! Hast du das auch gesehen? Ja, ich hab das auch gesehen. Haben wir das gleiche geträumt? Haben wir das gleiche geträumt? Cedric, hast du auch geträumt, dass du in Doritos baden kannst, dein ganzes Leben hat mit Nacho-Dip? Nein.
Nicht unbedingt. Also teilweise. Also egal, auf jeden Fall, Jesus, war nur ein blöder Traum. Oh Mann, oh Mann. Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wo hat euch das hingebracht? Wieder zu mir. Ja, wir wissen, dass du ein Marvel-Fan bist. Aber das ändert nichts daran, dass wir schon wieder nicht adoptiert wurden. Was? Ihr wurdet schon wieder nicht adoptiert? Na gut. Für zwei spezielle Fälle wie ihr habe ich auf jeden Fall den geeigneten Kunden. Oh, das ist ja cool. Und wer wäre das? Die einzige Frage, die ich mir hierbei stelle, ist, wie gut ist eure Disziplin? Was genau meinst du denn mit Disziplin? Bei dieser ganz besonderen Familie geht es um Ausdauer, Sportlichkeit und vor allem eine Menge Pflichtbewusstsein. Ich glaube so... Jason, was? Ich hasse Sport. Ich auch, aber... Okay, Jason, weißt du was? Bevor wir hier die ganze Zeit rumsitzen, lass es uns doch mal versuchen. Okay, wer ist denn diese Familie? Es ist die super strenge Militärfamilie! Wie genau meinst du? Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Sind das diese grässlichen Gestalten? So, ihr habt also kein Like auf diesem Video dagelassen. Ja, genau, das sind wir. Es heißt nicht ja, genau, sondern es heißt Ei, Ei, Sir. Ei, Ei, Sir. Alter, was meint ihr denn damit? Bei uns geht es um Gehorsam. Als unsere neuen Kinder müsst ihr lernen, Regeln zu befolgen. Und wenn ihr mal eine Regel nicht befolgt, dann wird das sehr große Konsequenzen mit sich tragen. Oh, oh, Jason, das hört sich gar nicht gut an. Oh, 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 das gefällt mir überhaupt nicht. Das hört sich wirklich nicht gut an. Oh, Mann, okay, okay. Ich werde mir die ganzen Haare vor lauter Schreck grau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Jason, ich finde, deine Haare sehen in grün gar nicht mal so schlecht aus. Das finde ich sogar besser. Hey, ihr beide, hört auf zu reden und steigt jetzt in das Auto ein. Ja, ei, ei, Sir, natürlich, auf jeden Fall. Wir sind immer allzeit bereit, wie die Pfadfinder das sind. Ich habe mir, glaube ich, meinen Hals umwickelt. So. Sehen Sie das? Was ist das denn für ein Auto, Jason? Das ist kein Auto, das ist ein ganzer Panzer. Jason, wieso sind deine Haare jetzt grau? Was machst du denn da? Ich hab doch gesagt, wir werden die ganzen Haare grau. Oh Mann, wir haben doch nicht mal angefangen, Jason. Und bevor wir nach Hause fahren, gehen wir doch mal ganz kurz zum Fitnesscenter, um eure Fitness zu überprüfen. Denn wenn ihr nicht fit seid, seid ihr nicht geeignet. Oh Gott, wir haben doch gerade schon gesagt, wir mögen keinen Sport. Was müssen wir denn hier machen? Oh, hallo. Oh, lol, Alter. Und die Kindergärtnerin geht auf jeden Fall auch ins Gym, Jason, wie es aussieht. Deswegen sieht sie wahrscheinlich auch so breit aus. Oh Gott, Alter, schaffst du das gerade, Jason? Nein, nein, ich glaube, das ist alles fake. Ich muss gar nichts machen, weil irgendwie geht das von alleine hoch und runter. Echt? Das ist alles fake. Klar, Junge, das ist alles Pappenschäbe. Wo ist denn der Typ? So, ihr werdet jetzt erstmal 20 Minuten auf dem Laufband verbringen, so schnell ihr könnt. Und wenn es zu langsam ist, dann würdet ihr morgen nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen. Oh nein, Jason, hör auf, da zu trainieren. Nichts zu essen? Ja, okay. Ja, okay. Hast du gehört? Warte, Jason, wir müssen uns jetzt hier hinstellen, sozusagen. Wir machen dieses Gerät mal ganz kurz an. Wie macht man das denn? Oh ja, okay, alles klar. Und dann müssen wir auf jeden Fall laufen, Jason. Lauf los! Lauf und dann rennen! 534,9! Okay, alles klar. Jason, ich kann nicht mehr. Wie lange sind wir unterwegs gewesen? Oh Gott, ich glaube, das waren 20 Minuten, aber es hat sich angefühlt wie 8 Stunden. Haben wir auf jeden Fall es geschafft. Ja, das waren exakt 20 Minuten, aber wir waren trotzdem viel zu langsam. Deswegen müsst ihr jetzt ein paar Strafliegestützen machen. Oh nein! 1, 2, 3, 4. Boah, nee, Alter, das ist voll anstrengend. Jason, hast du es geschafft? Nein, ich liege auf dem Boden. Oh, das ist nicht so gut. Okay, das reicht für heute. Morgen geht's direkt weiter mit dem Schießtraining. Steigt wieder in den Panzer, in das Auto. Oh Mann, Jason, ich kann's nicht erwarten, endlich wieder in dein Bett zu gehen. Alter, Jason, warte mal, ist das hier etwa unser Haus? Oh Waffen? Gott, oh Gott, oh Gott. Jason, das ist kein Haus. Das ist eine Festung. Willkommen in Fort Brookhaven. Ausgang gibt es nicht, außer ich genehmige es euch. Oh Gott, Jason, ich glaube, wir haben ein riesiges Problem. Alter, guck dir das mal an. Dieses Haus ist doch kein normal... Alter, selbst hier kommt man nicht vom Training weg. Oh Mann. Aber Jason, es gibt einen Fernseher. Guck mal, wir können hier ein bisschen Fernsehen gucken gehen oder sowas. So, alles cool. Können wir Call of Duty spielen? Ja, Mann, wir können Call of Duty spielen. Nein, wir können, glaube ich, kein Call of Duty spielen. Also, ab ins Bett und morgen geht es weiter mit dem Schießtraining. Mann, Jason, ich bin schon kommt in der Schöpf. Komm, lass mal auf jeden Fall mal... Was machst du denn da, Jason? Ich komme nicht mehr raus, Cedric. Oh, Jason, ja. Alles muss man selber machen. So, lass dich jetzt von mir hochheben, auf jeden Fall. Guck mal, die gucken die schon alle dumm an hier. So, Kinder, jetzt wird geschlafen. Es wird nicht mehr geredet und auch nicht sonst irgendwas gemacht. Licht aus in 5 Sekunden. Psst, Jason, bist du da? Cedric?
Das, ja, ich bin auch wach. Okay, Jason, guck, sie ist eingeschlafen hier. Sie schläft. Okay, was, Jason? Wir können hier einfach weg. Wir müssen hier abhauen. Wir müssen wieder zurück in den Kindergarten und uns neu adoptieren lassen, weil ich halte das hier nicht aus. Okay, Jason, wir müssen irgendeinen Plan entwickeln, um hier rauszukommen. Wie kommen wir hier raus? Wir nehmen die Tür. Oh mein Gott, Sally, wir können gar nicht die Tür nehmen. Ich hab's gesehen. Wir nehmen die Leiter nach oben. Glaubst du, da geht's raus? Ich weiß es tatsächlich nicht, aber wir müssen es versuchen, Jason. Oh nein. Oh nein, ich bin auch runtergefallen. Oh Gott. Okay. Ist das hier? Du hast gerade einen Helikopter. Nee, okay. Was hab ich getan? Wir steigen ein. Ich habe meinen Helikopterführerschein letzte Woche erst gemacht. Ich habe meinen gar nicht gemacht. Ich fliege. Nein, ich fliege. Okay. Lass losfliegen. Das ist mega laut. Das ist egal. Ich höre sowieso nichts. Ich habe keinen Sound an. Was für mich nicht existiert, gibt's nicht. Okay, Jason, ich muss sagen, ich bin nicht der Beste. Was? Nein. Moment, Jason. Der Boden ist, glaube ich, auf Gummi oder so. Der Boden ist Lava! Oh Gott, ich kann nicht. Oh, Jason, das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich fliege. Bist du schon ausgestiegen? Oh nein! Oh. Ja, ich bin auf Gummi gelegen. Jason, ich würde sagen, ich habe den Flugschrauber super geparkt und. ja, also... Wir waren das nicht. Komm, wir gehen wieder rein. Nein. Okay, wo ist... Oh, da ist sie ja. Okay, wir müssen sie fragen, ob wir uns nicht nochmal adoptieren lassen können. Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Wohin hat euch das... Jaha, wir wissen es ja schon. Das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Familie. Wie, ihr braucht schon wieder eine neue Familie? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Okay, wenn die nicht mit euch fertig werden, dann habe ich etwas viel, viel Besseres. Okay. Jason, was ist es jetzt? Sind das eigentlich Problemkinder oder sowas? Ich weiß es auch nicht. Ist es jetzt das FBI oder ist es etwa die Dorito-Familie? Die Dorito-Familie, Leute. Da müssen wir mal schauen. Okay, Jason, ich glaube, es ist nicht die Dorito-Familie. In dieser Kiste sind Doritos. Also die Lösung, die ich für euch hätte, wäre die lustige Familie. Sie sind ein bisschen komisch, aber ihr werdet euch da schon reinfinden. Oh Mann, Jason, die lustige Familie? Sind die Dorito-Familie? Die Dorito-Familie. Oh, Alter. Was ist das? Jetzt mal einen Moment. Die lustige Familie. Ja, Jason! Oh nein! Oh, Doritos, Jason! Okay, das, die sind mir. Die sind mir schon. Leute, wisst ihr was? Manchmal frage ich mich, ist Jason bei seiner Geburt auf den Kopf gefallen? Ja. Okay, ihr seid auf jeden Fall diese neue Familie. Ja, Mann, wir sind die lustige Familie. Hier ein Witz. Was sagt ein kleiner Stift zum großen Stift? Wachsmalstift. Jason, was ist mit denen los? Die sind ja wirklich, also die sind ja fast noch schlimmer als die davor. Geht der Bauer zum Pferd, sagt der Bauer zum Pferd. Warum so ein langes Gesicht? Ja, ich gehe einfach jetzt schon, weil ich meine, das ist... Jason, bleib hier. Jason, wir müssen dir doch eine Chance geben. Guck, der hat Doritos, Jason, der will was Gutes. Ich meine, vielleicht sind sie ein bisschen verrückt, aber sie sind auf jeden Fall nett. Also, Jungs, worauf wartet ihr noch? Kommt mit uns mit und lasst uns Spaß haben. Oh Gott, Jason, bist du jetzt schon da? Jason, wo bist du schon wieder hin? Ich habe mir die Haare gefärbt, ich bin jetzt blau. Oh, Alter, Jason, du bist so ein Klauskopf. Ich war zusammen mit unserer, habt ihr euch beide die Haare? Ja, nice, ja. Dass ihr euch jetzt einen Partnerlook zugelegt habt. Finde ich auf jeden Fall gut. Ist okay, Jason. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen mal mit ihnen mit. Folgt uns auf jeden Fall in unser Spaßmobil. Und wir fahren los. Alter, was machen die? Warum fährt dieser Bus denn rückwärts, Jason? Wobei, das sieht irgendwie von vorne und von hinten fast gleich aus. Aber egal, auf jeden Fall ist das Spaßmobil, wie es aussieht. Warum fahren wir mit einem Schulbus? Ich weiß es nicht. Jetzt lasst uns ein Lied anstimmen. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Doritos für alles, Cedric. Doritos, was? Was? Wo sind Doritos? Doritos für alle. Doritos für alle. Alles klar, Leute. Wisst ihr was? Ich liebe diese Familie. Egal, ob sie mit einem Bus rückwärts fahren. Ich glaube, diese Familie hat nicht mal ein Haus. Wo ist denn euer Haus? Mann, wir hatten das letzte Mal so viel Spaß, dass unser Haus dabei komplett auseinandergebrochen ist. Aber das war's wert. Ich glaube, irgendwas gefällt mir auf jeden Fall auch nicht. Okay, Jason, lass uns auf jeden Fall mal aussteigen. Hier, lass uns auf jeden Fall mal hier ganz kurz aussteigen. Und steigt alle aus. Und wir müssen jetzt, glaube ich, mal hier irgendwie versuchen, etwas rauszufinden, was hier los ist. Ihr müsst uns einen lustigen Witz erzählen. Und für jeden lustigen Witz, den ihr erzählt, bekommt ihr eine Tüte Doritos. Ein lustiger Witz, ein lustiger Witz. Warte, Ja. Ich bin nicht lustig, das sagen auch nur so Leute, die schlechtere YouTube-Videos machen als ich. Warte mal, Witz. Doritos, geh jetzt weg. Ich geh jetzt zur Army-Familie. Moment. Nein, Jason, bleib hier. Pass auf. Wo sind die
Gerüchte, ich stemme. Hör zu. Pass auf. Jonathan sitzt in der Schule. Der Lehrer fragt ihn, warum ist der Eisbär weiß? Wenn er rot wäre, müsse er Himbeer heißen. Lara sitzt am Montagmorgen im Schulunterricht. Sie meldet sich und fragt ihren Lehrer, Herr Meier, kann man eigentlich für etwas bestraft werden, was man nicht gemacht hat? Der Lehrer, Lara natürlich nicht, das wäre ja ungerecht. Das ist ja prima, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Haha, Leute, den müsst ihr euch merken und auf jeden Fall euren Lehrern zeigen. Und die werden euch auf jeden Fall sehr lustig finden und euch wahrscheinlich keine Strafarbeit geben. War das gut genug? Cedric, was passiert mit 4 Leuten, die auf dem Straßenrand stehen? Püree! Achso. Hä? Warte mal ganz kurz. Püree! Ich glaube, Jason, unser Vater, wurde gerade vom Helikopter unter die Welt gebracht. Herzlich willkommen zum Schönheitswettbewerb 2022! Oh Mann, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wen wir hier haben. Oh Gott, ich bin ein bisschen nervös, aber du schaffst das schon, Cedric. Du bist der hübscheste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Im Spiegel zumindest. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Vorhang auf und los geht's. Hallo! Was für eine wundervolle... Oh Gott, der ist ja hässlich. Was? Aber ich habe doch noch gar nichts gemacht. Nein, das geht gar nicht. Schau dir deine Haare an, Mann. Die sind ja nicht mal richtig frisiert. Dein T-Shirt hat Ecken im Kragen und du bist viel zu dick. Hey, hallo, das hast du gemerkt, dass du mich 2 Sekunden lang angeschaut hast? Oh Gott, jetzt wo ich nochmal hingeschaut habe, wird es ja noch schlimmer. Du darfst dich auf gar keinen Fall von der Modelfamilie adoptieren lassen. Lass dich lieber von der hässlichen Familie adoptieren. Was? Von der hässlichen Familie? Wie ist das dein Ernst? Hey Mann, was geht? Viel Spaß dir. Was zum Kuckuck? Hey Mann, was geht? Ja, hallo, ich bin Cedric und... Hey Mann, was geht? Ja, was geht? Gut, schön dich kennenzulernen auf jeden Fall. Und wer genau bist du denn? Hey Mann, was geht? Ja, was geht? Was geht denn eigentlich? Egal. Und schön dich kennenzulernen, kleiner Mann. Hey Mann, was geht? Das kann ja was werden. Also gut, das ist auf jeden Fall ein ziemlich schönes Haus. Ich meine, ich werde hier wahrscheinlich ziemlich lange wohnen und ziemlich glücklich werden, oder nicht? Was geht? Schön, dass du es auch endlich mal gesagt hast. Ihr wollt denn für die ganze Zeit, dass ich das sage, oder was? Natürlich wollten wir das. Was geht? Willkommen in unserer bescheidenen Familie. Manche Leute sagen, wir sehen nicht so gut aus, aber das ist eine totale Lüge. Wir sind eine sehr, sehr nette und aufrichtige Familie. Okay. Tut mir leid, dass ich euch ein bisschen dumm kam. Ich wollte das gar nicht. Kein Problem. Und als neues Familienmitglied kriegst du jetzt von uns ein Festessen spendiert. Los, lasst uns Pizza kaufen gehen. Pizza kaufen gehen? Das finde ich eine tolle Sache. Dann lass uns mal losgehen. Was wollt ihr für Pizza? Also, meine Lieblingssorte ist Buttermilch mit Lakritz. Buttermilch und Lakritze? Ja gut, wie ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack, aber egal, lass uns losgehen. Oh, Moos Pizza, das ist der beste Pizzaladen in der Stadt. Nice, hallo. Yo, Boys and Girls, was geht ab, B? Was geht ab? Habt ihr richtig Bock auf Pizza? Oh, hey, Moment mal. Oh no, man, ihr bekommt hier keine Pizza. Was, wir bekommen hier keine Pizza? Wieso bekommen wir denn keine Pizza hier? Erstens, weil ihr richtig hässlich seid und stinkt. Und zweitens, weil der Typ gerade eine Pizza geklaut hat. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Sofort raus hier. Ihr stinkt meinen ganzen Laden voll. Och Mann, nicht schon wieder. Moment mal ganz kurz. Was? Sowas passiert euch häufiger? Das ist aber extrem traurig. Ich meine, ihr könnt doch nichts dafür. Ach, Cedric, du weißt nicht, wie gemein die Menschen manchmal sein können. Manche Leute sind so unfassbar hässlich. Im Inneren, Cedric, im Inneren. Und das ist noch viel schlimmer. Oh, ja, ich verstehe schon. Na gut, egal. Lass uns einfach wieder zurückfahren. Ich krieg das safe schon irgendwie hin. Wie es gibt, es muss doch irgendein Restaurant geben oder sowas in die Richtung, wo das nicht passiert. Wo ganz normale Menschen arbeiten. Zum Beispiel bei der Eisdiele. Nein, lass uns auf jeden Fall mal reingehen. Ich glaube, dass der Typ hier ganz sicher total vernünftig und cool ist und... Super, auf Eis hätte ich auch Lust. Halt, stopp. Nein, die kommen hier nicht rein. Diese nicht unbedingt so aus, als könnten sie sich ein Eis in meiner wunderbaren Eiseria leisten. Also erstmal, das ist wirklich richtig frech von dir. Wie viel kostet denn ein Eis hier? Und zweitens, was ist denn eine Eiseria? Nennt man es nicht eine Eisdiele? Ein Eis kostet bei uns 50 Cent. 50 Cent? Ach, egal. Na gut,
Ach, weißt du was? Dann, ich nehme jetzt einfach mal selber ein bisschen Eis. So, zack, 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 easy. Sehr schön, das macht dann 1,50 Euro. 1,50 Euro? Moment, 1,50 Euro? 1,50 Euro? Moment, da muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich das irgendwo in meiner Tasche habe. Lauft, Leute, lauf, 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 schnell weg hier, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, los, 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 unbedingt schnell weg hier. Oh Gott, steig ein und los, weg hier. Oh Gott, dieser verrückte Italiener ist hinter uns her. Oh Mann, schnell, los, los, weg hier, der Typ steckt mir den Hässlichen unter der Decke. Was, was für ein komischer Kram, okay, schnell, 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 los, 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 lass uns in unserem Haus verstecken, hopp, 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 rein. Oh Mann, das war richtig knapp, aber ich habe Eis besorgt, Leute. Oh yeah, Freunde, jetzt können wir uns ein bisschen Eis gönnen, nice. So ein gutes Eis habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Na dann, wenn wir schon dabei sind, lass uns mal kurz eine Runde Verstecken spielen. Verstecken spielen, das ist eine richtig gute Idee, das können wir auf jeden Fall machen. Okay, wer will suchen? Ich werde suchen und ich werde euch ganz bestimmt finden. Okay, super, na dann, guck mal gegen die Wand hier. Los geht's und wir verstecken uns. 3, 2, 1, los. Okay, nice, Leute, los, 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 schnell verstecken. Oh Mann, ich glaube, die Familie ist echt gar nicht mal so schlimm. Ich meine, ich habe mir das ein bisschen schlimmer vorgestellt, aber naja, das passt schon. Oh, hier sind irgendwelche Kissen. Hier kann man sich safe richtig gut verstecken, Leute. Lass uns in eine dieser Kisten hier setzen. Okay, lass uns hier gemeinsam verstecken. Hier wird sie uns ganz sicher nie finden. Irgendwie ist gerade übers Dach gelaufen. Egal. Na dann, los geht's. Oh, Mann, hast du gerade gefurzt? Oh, Entschuldigung, das passiert manchmal. 34, 35, 36. Was kommt denn eigentlich nach 36? 36, 6, 6, 27. Keine Ahnung. Egal, ich fange jetzt an zu suchen. 3, 2, 1, los! Seid ihr etwa hinter dem Fernseher? Ha! Nein, scheinbar nicht. Seid ihr etwa im Kamin? Ich hab euch gefunden! hier ist keiner. Oh Mann, sie wird uns niemals finden. Was machen die zwei Typen denn hier? Du hast recht, Cedric, sie werden uns niemals finden. Oh Gott, das ist so nicht zu ertragen. Oh, schnell runter hier. Oh Mann. Endlich kann ich wieder atmen. Ah, da habe ich dich. Du hast verloren. Oh Mann, ja gut, das passiert halt manchmal. trotzdem cool, dass du mich gefunden hast. Oh gut, perfekt. Dann lass uns mal kurz in der Toilette gucken, ob wir vielleicht da jemanden finden. Das ist eine super Idee. Los, lass uns hier reingehen. Hier scheint niemand zu sein, wie es aussieht. Warte ganz kurz. Oh nein, das stinkt fürchterlich. Sorry. Oh, schnell hier raus, schnell hier raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ich muss unbedingt hier weg. Diese Familie ist zwar ganz lieb und so, aber ein bisschen zu komisch. Und weg hier. Vielleicht kann ich mich in diesem Auto verstecken. Italiener, da ist der Manfredo. Pack ihn. Oh, mein Kopf, Alter. Was? Wo bin ich hier? Hallo? Raus mit der Sprache. Wo ist die hässlichste Familie? Sie haben mich bestohlen. Sie haben meinen Sohn bestohlen. Und das werde ich Ihnen nie verzeihen. Was? Deinen Sohn bestohlen? Moment mal, der Typ hier ist dein Sohn? Natürlich ist das mein Sohn. Die Ehrlichkeit ist uns aus dem Gesicht geschnitten. Genauso geschnitten wie mit Pizza Schneider. Mann, jetzt habe ich mir aber wirklich was eingebrockt. Leute, ich muss euch leider was sagen. Ich gehöre gar nicht zu der hässlichen Familie. Ich gehöre eigentlich zu der Modelfamilie, genau. Oh, dumm, dumm, dumm. Manfredo, du Turotte. Was? Aber ich kann das nicht, dass er so ist. Bring den jungen Mann aus der Modelfamilie sofort dahin zurück, wo er hergehört. Na los, Manfredo. Oh, ja, ist nicht schlimm. Kommt dir mal vor. Wobei, naja, wäre das nicht übelst die Beleidigung? Ach, egal, vergiss es einfach. Gut, lass uns losgehen. Nochmal eine Entschuldigung vom Herzen. Das war nicht beabsichtigt. Alles cool, Mann. Na dann, los geht's. Ich könnte schwören, dass er es war. Naja, egal. Los geht es. Piep, 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 piep. Du Turotte, bist du gegen die Hauswand gefahren. Autsch, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Plattnase. Oh Mann, trotzdem danke für eure Hilfe, Jungs. Oh Mann, die Modelfam... Was? Das ist also die Modelfamilie? Okay, das ist schon mal ziemlich cool, würde ich sagen. Pronto, geradeaus, los geht's. Oh, Manfredo, du bist eine Enttäuschung für die ganze Familie. Oh, na, wen haben wir denn da? Wer ist denn der junge Mann? Ich weiß es nicht, aber er sieht irgendwie komisch aus. Hi, ich bin Cedric und ich wollte mich von euch adoptieren lassen. Genau, ich wurde hierher geschickt. Ah, du wurdest also beim Schönheitswettbewerb ausgewählt. Schönheitswettbewerb? Ja, genau, genau, ja, genau.
genau das, so war das, ja. Also dafür ist dein Styling aber noch wirklich etwas unterdurchschnittlich, aber das kriegen wir schon hin, keine Sorge. Was heißt denn hier bitte, mein Styling ist unterdurchschnittlich? Ich verstehe echt nicht, was ihr gegen mein Cedicu-Shirt habt. Ich weiß ganz genau, was wir tun werden. Los, so schnell wie möglich zum Klamottenladen. Und los geht's. Wow, Alter, hier ist also der Klamottenladen, meinst du? Na schön, was genau wollen wir denn hier? Wir müssen dich jetzt richtig gut einkleiden. Es kann schwierig werden, aber wir schaffen das schon. Was heißt hier, es kann schwierig werden? Ach, egal. Oh, bonjour. Schön, dass wir dich hier begrüßen können. Können wir dir etwas anbieten? Ja, ich brauche Klamotten. Klamotten? So sagt man das doch nicht. Er braucht eine schöne Verpanche in der besten Farben, der Color Blanc. Was? Oh, ich verstehe ganz genau, was Sie meinen, Madame. Ja, das kriegen wir hin. Los! Was? Yo, ein Anzug, Alter. Mega nice. Cool. Den finde ich top. Nein. Schwarzer Anzug passt doch gar nicht zu deiner Haarfarbe. Das kriegen wir besser hin. Hättest du vielleicht einen Cordon Bleu, Chelomont? Ah, oui, natürlich. Wieso verstehe ich eigentlich kein Wort von dem, was die sagen? Aber gut. Wow, oh, okay. Das sieht schon mal gar nicht so übel aus. Finde ich ganz cool. Ganz cool? Das ist einfach magnifique. Toll gemacht. Auf dich kann man sich immer verlassen. Ach, und kommt bald wieder vorbei. Dann können wir La Pomme Rouge machen. Natürlich. Perfekt. Na super, dann können wir mit dem Anzug jetzt zur Modelshow gehen und ich kann ein bisschen modeln und sowas. Das ist ja richtig cool. Oh, nein, dafür fehlt noch was ganz Gewaltiges und zwar deine Frisur. Meine Frisur? Was ist denn falsch mit meiner Frisur? So einiges. Wie lange muss ich denn hier noch sitzen? Na, bis wir fertig mit ihr sind. Bei dir muss einiges gemacht werden. Wie hast du es denn überhaupt geschafft, den Schönheitswettbewerb zu bestehen? Ich habe keine Lust mehr hier sitzen zu bleiben. Wow, Alter, das sieht ja wirklich irgendwie interessant aus. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kannst du endlich als Model auftreten. Das ist richtig cool, aber sag mal, hattest du nicht vorher noch Haare? Ich hatte vorher noch was? Sag mal, wollte der Herr eine Glatze haben? Naja, also mir ist der Rasierer abgerutscht und dann habe ich halt, du weißt schon. Oh, das ist ganz schlecht. Wieso? Was ist denn mit meinen Haaren? Schnell weg hier, schnell weg hier. Oh Mann, das war jetzt wirklich gar nicht mal so gut mit der Modelfamilie, aber egal, ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und einen Abo auf den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Haut rein und ciao!